Baustopp. Im Moment haben wir so ein bisschen Katastrophe hier. Wir sind jetzt gerade ein wenig demotiviert geknickt. Hallo, wir sind mal wieder auf unserer Baustelle hier in Unna-Königsborn. Seit 14 Tagen haben wir hier Härtarbeiten und befinden uns jetzt gerade auf dem Teilstück, wo wir das alte Gebäude abgerissen haben und wo die schadstoffbelastete Miete stand. Es war eine unserer Hauptaufgaben, diesen Fleck hier freizuräumen und so herzustellen, dass wir hinterher dieses als Schaufenster nutzen können. Mit unserem späteren Schaufenster meinen wir, wir machen eine schöne Grünanlage hin, präsentieren vielleicht ein, zwei LKWs oder andere Fahrzeuge. Wir möchten gerne, dass der Kunde nach Unna reinfährt und fühlt sich sofort auf dieser Straße wohl und sagt, ach, da entsteht was Nettes. Wir werden hier eine Grünfläche installieren, die aus Wildblumen besteht, ein kleines Vogelparadies oder sonstige. Aktuell sieht es hier noch nicht sehr einladend aus. Wir haben auf der einen Seite den Bauschutt, auf der anderen Seite die Miete, die wir wegmachen müssen. In der Miete ist dann leider von unseren Bauarbeitern Asbest gefunden worden. Das bedeutete für uns Baustopp, Baustopp, Baustopp. Alles steht. In Absprache mit der Bezirksregierung und dem Umweltamt konnten wir jetzt eine Baufirma finden, die in Vollmontur den Asbest aus dem Boden raussiebt, aussortiert und dementsprechend dann noch entsorgen lässt. Händisch? Händisch. Wenn ihr euch die Bauschaufeln hier anguckt, jede einzelne Schaufel wird hier durchgesiebt und unten drunter stehen dann die Mitarbeiter, die dann händisch das Asbest raussortieren. Die großen Steine kommen auf diesen Haufen, die werden wir wieder verwerten. Das ist asbestfrei. Der Mutterboden und die andere Erde wird separiert und muss leider teuer entsorgt werden. Darf man nicht wieder einbringen? Nein, die darf man nicht wieder einbringen. Das muss auf Spezialdeponien und wird dort gelagert. Asbest, den wir bis jetzt aus der Miete herausgesammelt haben. Sind da schon Säcke abtransportiert worden oder nur die beiden? Das sind bis jetzt nur die beiden Säcke. Okay. Eigentlich wollten wir mit dieser Maschine den Boden durchsieben. Die großen Steine sollten separiert werden, die Mutterboden auf der einen Seite und auf der anderen Seite das kleinere Korn. Leider ist es jetzt nicht so geworden und wir müssen händisch durcharbeiten. Vorgang wird jetzt circa 3 Wochen in Anspruch nehmen. Eigentlich war eine Woche dafür geplant. Jetzt sind wir bei 3 Wochen, vielleicht werden es 4 Wochen, je nachdem wie schnell die Jungs sind. Wo kann man mal, also dieser dunkle Haufen da, ja. Das ist der, den die heute geschafft haben? Der dunkle Haufen ist von gestern, okay. Und von heute. Man sieht ja den kleinen Haufen, wie lange es dauert, so etwas durchzusieben. Der helle Haufen, der dort vorne ist, waren einige Stunden an dem ersten Freitag. Okay. Jetzt sind wir schon 2 Tage zugange. Weißt du, wie viel Erde das ist, die das betrifft? Ungefähr 1000 Tonnen. Nach den ganzen schlechten Nachrichten haben wir auch was Positives. Die Erdarbeiten hier vorne für unseren Fußballplatz laufen super voran. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Baustellen voneinander getrennt. Einmal den schmutzigen Bereich und einmal den sauberen Bereich. So riecht Baustelle. So riecht? So, nach Lehm. Nach Lehm. Mutterboden riecht ja nicht. Ja, schon. So riecht Baustelle. Okay. Ich dachte, hier sackt man ein. Macht man gar nicht, ne? Nein. Krass, wie massiv das hier ist. Jetzt stehen wir auf unserem zukünftigen Betriebsgelände. Der Mutterboden ist abgeschält worden und unten drunter ist jetzt dieser Lehmboden, auf dem eigentlich gebaut werden sollte. Diesen Boden können wir nicht benutzen, weil er einfach zu weich, zu nachgiebig ist, wenn wir dort später mit LKWs drauf fahren. Wir werden diesen Boden rausnehmen, kalken und wieder reinschmeißen, damit er eine gewisse Festigkeit bekommt.
Hinter mir liegt jetzt schon der abgezogene Mutterboden. Dieser Boden muss entsorgt werden. Der geht an den Bauernhof. Ach, wo der hingeht, ist mir eigentlich egal. Hinter uns ist der Mutterboden, der entsorgt werden muss. Den brauchen wir nicht mehr. Danach wird dieses Gelände nochmal 80 cm tief ausgebuddelt. Der Boden wird an die Seite gelegt. Unten der restliche Boden wird verkalkt. Den Boden, den wir vorher an die Seite gelegt haben, der wird auch gekalkt und dann anschließend hier als Gründung nochmal oben drauf gebracht. In dieser Region haben wir ein kleines Problem mit der Entwässerung. Ein Fußballplatz brauchte nicht mehr entwässern, weil nebenan die ganzen großen Firmen mit ihren riesengroßen Dachhallen sind, hat man vergessen, diesem Fußballplatz eine Entwässerung zuzusprechen. Aus diesem Grunde müssen wir kleine Rigolen unterirdisch anlegen, um dort 600 Kubikmeter Wasser zurückzuhalten, die dann mit einer gewissen Flussmenge in die Kanalisation geleitet werden. Das bedeutet, wir nehmen den Boden raus, kalken ihn, packen ihn wieder rein, damit es fest wird. Und dann an anderen Stellen werden wir den Boden wieder rausnehmen, um dort die Rigolen einzubauen und wieder zuzuschütten. Damit wir das Regenwasser halten? Damit wir das Regenwasser speichern und halten und es dann ganz langsam an die Kanalisation abgegeben wird. Wenn diese Arbeiten erledigt sind, kommt der Generalunternehmer und wird dann die ersten Gruben da vorne platzieren. Guck mal, wie groß das ist, die Berge. Wie unsere Alpen. Für die Kinder und für die Fahrer ein Rodelberg ausmachen im Winter. Ich hoffe, dass das im Winter weg ist. Im Winter steht das Gebäude hier und ist zu. Ich würde sagen, Weihnachten laufen wir hier durch und trinken in der Halle einen Glühwein. Könnte man auch tun, dann machen wir eine Weihnachtsfeier in der Halle. Weihnachtsfeier in der neuen Halle? Weihnachtsfeier in der neuen Halle. Mit Glühwein und Grillen. Laute Musik und Tanzen. Nur halt ohne Einrichtung komplett, aber Dach ist schon mal drauf, ne? Ja, und das ist unser Grenzstein. Neben der Eckfahne. Wolltest du nicht noch eine Eckfahne haben? Ich hab schon eine. Keine mit. Ich weiß nicht, ob das Hütchen zur Eckfahne gehört. Gehört es. Okay. Damit dann nämlich kein Rasen hochkommt. So, das war mal wieder ein Einblick von unserer Baustelle. Heute mit Eckfahne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. In meinem Teil 2 oder 3.